So, da sind wir wieder. Komisch, am letzten Morgen hat es eigentlich geregnet, aber gut. So, wir müssen jetzt hier diese Zufahrtsstraße, also diesen Weg zerstören, damit wir an diese Prinzessin da kommen von diesem Seevolk. Wir haben ja jetzt diese Handschuhe und können diesen Pfahl da herausziehen. Und für dieses merkwürdige, schweigsame Mädchen müssen wir eine weiße Pferdemakrele finden, die wir dann mit Seetang und so Soße zubereiten. Damit wir nicht wieder von der Handpuppe angemotzt werden. Also, wir haben schwerwiegende Aufgaben. Naja, was haben wir hier noch Schönes? Wir haben Geld, das ist gut. Wir können uns nochmal einen anderen Tauchanzug leihen, ja. Boah, ey, das ist so teuer, das auszu... Naja gut, können wir auch erstmal lassen. Die Harpunenwumme, auch relativ teuer. Vielleicht wird das nächste Taucheranzug. Damit wir ein bisschen tiefer kommen. Wir hatten im letzten Mal ja schon so ein bisschen Problem, dass wir da zu tief gegangen sind. So, wir müssen aber auf jeden Fall jetzt mal gucken, wo wir jetzt diese Pferde... was war das für eine Makrele? Ich habe wieder vergessen. Diese Pferdemakrele kriegen, oder was war das für ein Tier? Weiße Pferdemakrele, genau. Das ist, glaube ich, diese große blaue. Wenn ich mich da nicht irre, könnte ich hier nochmal reingucken. Das müsste die sein, ne? Weiße Pferdemakrele, genau, so blau-gelblich. Okay, ja, hoffentlich finden wir den dann auch. Meistens immer, wenn du suchst, findest du es nicht. Aber gut, gucken wir mal. Und dann müssen wir auch noch diese Schrimps finden oder was das ist. Also da weiß ich so gar nicht, wo die sind. Na gut. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich würde auch gerne ins Nass springen. Hier sind 28 Grad gerade. Computer läuft auf Hochtouren, ich auch. Ach, was für ein schöner Anblick. Juhu, endlich wieder im Wasser. Da haben wir schon direkt eine Truhe, sehr schön. Mal gucken, was da drin ist. Ein Schlagstock. Naja, gut, okay. Gibt zumindest ein bisschen mehr als dieses Messer. Ist ja auch schön schlecht. Hier haben wir schon mal direkt wieder ein Waffen-Upgrade. So, was haben wir da jetzt drin? Die kleine Netzkanone. Ja gut, die könnten wir auseinandernehmen. Dann haben wir zumindest die Rohstoffe von dem Teil. Okay. Weiße Pferdemakrele. Hier ist eine Moräne. Gut, da wissen wir jetzt auch, die kriegen wir nur nachts. Tagsüber müssen wir die einfach ignorieren. Kugelfisch. Bringt mir nichts. Hier ist ein Papageienfisch. Was ist hier im Glitzern? Obwohl man das Scharfschützengewehr eigentlich lieber ist. Ne, wir lassen die. Wir nehmen den Schrott davon mit. Munition. Was ist das jetzt hier? Mann, ey, du ziehst aber heute wie ein Blindfisch. Geldbrücken fusionieren. Ne, dann sind die größer. Ja, ja. Das war jetzt nicht so hilfreich. Bräuchte mal Luft. Nein, ey, weg, du blödes Vieh. Was jetzt davon? So. Ganz gut, das ist schön. Lass mich in Ruhe. Nee, nicht schon wieder ein Ei. Den wollte ich mich jetzt nicht anlegen, muss ich sagen. Ich brauche andere Tiere. Eine echte Holzmakrele. Zumindest sind wir schon mal in der Nähe einer Makrele gekommen. Was haben wir hier? Das ist sie auch nicht.
Bräuchte mal Luft, Leute. Luft, Luft, Luft. Barracuda. Der bringt mich jetzt hier auch nicht weiter. Was ist hier drin? Sauerstoff. Wir waren den Barracuda wahrscheinlich vorbei erstmal. Ja, jetzt hat er mich gesehen. Hau ab! Da, komm! Uah. So, den haben wir. Ha. Luft, 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 Luft. So, dann können wir erstmal hier weitermachen. Was haben wir hier drin? Nochmal Luft, sehr gut, sehr gut. Was hat die hier? Eine echte Holzmakrele. Warum ist die eigentlich aus Holz? Ich weiß nicht. Ist auch noch was drin? Ich will doch gar nichts von dir, blöder Tintenfisch. Oh nein, nicht der. Oh, shit. Oh, hab ich mich gesehen? Ja. Ah, Mist. Lass mich doch in Ruhe. Was ist denn hier wieder los? Okay. So, weg mit dir. Hier ist nochmal Luft. Soll ich mit dem gar nicht anlegen? Der Fisch. So. Hier haben wir schon mal was für das Rezept brauchen wir dieses Mädel. Aber das zumindest, was fehlt, ist halt immer noch die Makrele. Jo, die Makrele, ne? Oh, wir haben keine Munition. Ups, okay. Oh, der hat aber was aus. Stehen geblieben. Regel. Hallo? Eine atlantische Makrele. Da muss ja die andere verdammte Makrele auch irgendwo hier sein. Gibt's doch nicht. Oh, ach, nicht schon wieder Barracuda. Jetzt, was wollt ihr denn alle von mir? Lasst mich in Ruhe. Ach, selber schuld. Kann ich jetzt auch nichts für. Makrelentechnisch, ich sehe hier eher schwarz. Was haben wir hier? Ah, eine verbesserte Brune. Das ist ja auch nicht schlecht. Aufpassen, dass ich alles mitnehme. Ich bin schon bald überladen. So, hier scheint mir mal auch nichts mehr zu sein. Oh, 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 da. Makrele, Makrele, Makrele. Ich hab dich. Ich krieg dich. Auf meinen Kuder. So. Diese. Wo kommst du nicht, Makrele? Oh. Ja, doch. Wo kommst du mir, verdammt? Ja. Aber sowas von daneben. Da nicht. Jetzt habe ich dich. Ha! Sehr schön, sehr schön. So, jetzt sind wir eigentlich schon fett überladen. Bringt der noch was hier? Kriegen wir nicht. Fischeier haben wir auch noch keine gefunden. Panzer
Schwanz hat oder was, der hält ja was aus. Halleluja. Und dann holen wir jetzt mal mit dem Boot nach oben. Der ist ja was zu schwer, der Bursche. So, also hier war jetzt... Oh, hier war nochmal... Aha. Dickkopfmakrele. Ein Schädel. Okay. Komm, dann nehmen wir das auch noch mit. Dann machen wir immer erstmal das mit dem Mädchen, weil das geht jetzt am schnellsten zu erledigen. Würde ich mal sagen. Ah, hier machen wir noch mal was. Sehr schön. Schon wieder ein Barracuda. Ne, das reicht doch irgendwann. Ah, was haben wir hier? Eine rosa Muschel? Die fehlt mir noch. Ach, Herrgott. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt endlich. Was ist das denn für ein hartnäckiges Kleines? Die sind echt hartnäckig. Na gut. Lass uns jetzt erstmal. Dann können wir zumindest schon mal das Rezept für das Mädchen machen. Sehr gut. Eine Mission schon mal, die wir machen können. Und dann müssen wir jetzt noch weiter runter, um diese Fischmenschen zu retten. So viel gefangen, alter Falter, okay. Wir haben wieder Haifischfleisch. Jo. Oh, wir haben Rogen bekommen. Anscheinend automatisch. Ach, ich dachte, man sieht das irgendwie, dass man den fängt. Aber anscheinend geht das dann doch automatisch. Also wir können jetzt Feuerfische, Fisolierfische, Papageienfische und Langnasensägehaie sogar züchten. Holla, die Waldfee. Wir haben ja jetzt diese... Ach, guck mal an. Unser Fischfarmfreund gibt ja auch... Jo, gut gemacht. Okay, gut. So, mal gucken, können wir hier nochmal was verkaufen eigentlich? Das haben sie jetzt auch, glaube ich, ein bisschen neuer gemacht hier. Ich habe jetzt nochmal ein fettes Update hier für den Programm. Hier ist das Fenster, glaube ich, jetzt größer, oder? So, da können wir nochmal was zwei verkaufen. Für den Mupfeln. Nochmal ein bisschen was. Die brauchen wir natürlich auch noch später. Davon haben wir auch noch einiges. Ja, komm, machen wir auch mal 80 Gold haben oder nicht haben oder Dollar, was das hier ist. Eine Schädel kann ich eigentlich auch verkaufen. Eine Silberschale. Auch nochmal 50. Tentakel einer Würfelquelle. Wer weiß, ob man das nicht immer brauchen hier. Hier mal dieses Amethystzeug. Verticken wir auch nochmal. Gibt auch nochmal Geld. Hm. Wofür immer der ist. Ich kann das auch noch irgendwas gebrauchen. Das ist zur Waffenverbesserung. Das auch. Was macht man denn mit Tierschädeln? Naja, kommt bestimmt noch. Auch dieser Beinknochen ist für Waffen. Was immer der Typ dann damit macht. Ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Okay. Sieht man, man darf so Waffen laden aus. Hier, Waffen laden, Waffen. Wir können das Scharfschützengewehr verbessern. Wir hätten dafür... Okay. Das würde dann 47 Schaden machen. Statt 32. Ist auch nicht schlecht, ne? Mit drei Zähnen von einem Weißspitzenriffei könnte man das Ding nochmal zu einem Flammengewehr umbauen. Aber dafür war ein Hautstück einer Sepia für ein Giftscharfschützengewehr. Für einen Blitz brauchen wir Elektroplax einer Rippenquelle. Ach du grüne Neune. Das wäre mit diesem Dreifach-Axel, dass der ein bisschen sinnvoller ist. Also hier macht er bis 56 Schaden. Das ist ja schon nicht schlecht. Und hat ein größeres Magazin. Der Radius ist halt ein bisschen... Muss sehr nah ran. Hm. Naja, hier braucht er auch diese Tentakel. Na gut, ist jetzt auch nichts so Wichtiges. Den können wir jetzt hier anrufen. Ach, Otto. Das ist unser Freund hier von der Seefischfarm, die wir jetzt haben. Hm, geht niemand dran.
Okay. So, gut. Ach so, ich wollte ja gucken, was er uns verkaufen kann hier. Also eine Puppenattrappe, da können die Haie da reinbeißen, statt in Dave. ja, Frachtkiste ist auch nicht schlecht. Und ein Stahlfasernetz. Bräuchte ich jetzt aber nicht. Das wäre besser, wenn wir jetzt wieder so eine Thunfischsaison hätten. Dann könnte man das super einsetzen. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir das mit dieser Zufahrtsstraße hinkriegen. Mit unseren neuen Zauberschuhen. Was ist ein Salema Porgi? Was ist das denn? Hab ich noch nie gehört. Okay. Hier lernt man noch einiges Neues über die Tierwelt. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Also dieses Kartenspiel hier ist ja nicht nur gemacht so als Vergnügen. So, man lernt eben auch ein bisschen was über die Fische hier und die Tiefsee. Und finde ich auch cool gemacht. Was ist jetzt? Ach du Schande. Oh. Oh, der Buckel war wieder. Ja, zum Glück ist frisst er keine Taucher. Will der was von mir? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, er will mir etwas mitteilen. Ich sollte seine Schreie aufzeichnen und Ellie dazu befragen. Das mit dem Mitteilen kenne ich auch von den Lassie-Filmen. Okay. Ein Wal? Wow. Aber echt geil gemacht, muss ich sagen. Obwohl das hier alles nur so grobe Pixel sind oder sieht danach aus, ist es echt toll gemacht. Also, optisch hier. Und dafür, was das Spiel kostet, muss man auch mal sagen, da können sich so einige AAA-Spiele für 60, 70 Euro inklusive Battle Pass und Ingame Shop nochmal eine Scheibe von abschneiden. Wie viel Spielspaß man hier bekommt. Ohne dass man dafür ständig unverschämt abkassiert wird und hat nach 3 Wochen schon keinen Bock mehr. Also hier hat man so viel Spaß in dem Spiel und da ist so viel Abwechslung drin. Das ist teilweise auch ein bisschen viel vielleicht, aber es ist schon echt geil, muss man sagen. So. Munition brauche ich jetzt keine, den brauche ich jetzt auch nicht. Wir tanken nochmal Luft, auch wenn wir es jetzt nicht direkt brauchen. Aber was wir haben, das haben wir. Besser Luft haben als keine, ne? Können wir noch ein bisschen Lager mitnehmen? Denn schon. Komm, na komm, jetzt hier, ich habe keine Zeit, Freunde. Wir müssen nach unten. Da wartet wahrscheinlich wieder ein Riesenhai, aber da müssen wir dann eben von an dem vorbei irgendwie. Was ist hier schon Ende? Was haben wir hier drin? Ah, sehr gut. Sauerstoff, das ist gut. Hey, ach, jetzt sieht er auch noch was von mir. Jetzt lass mich doch in Ruhe. So, hast du jetzt davon. Jetzt mir auch in Ruhe lassen können, Flegel. So. Was haben wir da? Ach, diese Betäubungsding, da halte ich nicht so viel von. Ist die schon wieder? Einfach in Ruhe, dann werdet ihr auch nicht aufgespießt. Ich will ja gar nichts von euch. Wir müssen wahrscheinlich hier rein, oder? Mal gucken. Hier runter. Oh, bestimmt da. Oh, 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 oh. Ah, lass mich in Ruhe, Barakuda. Ich habe keine Zeit für dich. Locker, ne? Ah. Ah. Hab keine Zeit für dich. Hau ab. Ah. Diese Barracudas, ey. Ich glaube auch lästige Vögel. Also Fische. So, noch ein bisschen Sojasauce oder sowas? Nee, Salz. Okay, hätte ich jetzt im Meer nicht erwartet, aber gut. Sauerstoff, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier nach runter kommen. Das große blaue Loch. Oh, da haben wir wieder so eine komische Leuchtqualle. Aufpassen, dass die mich hier die andere nicht erwischt. Eine Riepenqualle.
das hier wieder? Oh. Mehr Munition, die brauche ich noch nicht. Was willst du denn, du kleiner Fisch? Na, ja, ich krieg dich. Oh, Tigermoräne, ey, auch so ein lästiges Viech, ey. Ah, Taschenlampe, sehr gut. Was haben wir hier? Ein Knochen, naja, gut. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier runterkommen. Ah, müssen wir hier wieder durch. Ja. Auch eine interessante Spielmechanik hier mit diesen Lampen. So. Oh! Edge! Oh, was jetzt? Hä? Bewegt sich dieser Felshaufen etwa? Oh oh. Warum bist du auch immer so neugierig? Hä? Oh! Hey! Bist du denn für einer? Oh nein, das ist der Tintenfisch von neulich. Er versprüht schon wieder Tinte. Diesmal lasse ich dich nicht ankommen. Warte nur. Die Rückkehr des Tintenfischs. Das ist ein spannender Titel. Was haben wir denn hier? Okay. Ach, die grüne Mann, okay. Kann ich jetzt hier so ein Ding aufnehmen? Jo! Ah, noch eine. Warte mal. So, die lasse ich mal für den Notfall. Dann komme ich jetzt hier unten rein. Dann muss ich noch so ein Ding hier nehmen. Ah. Sehr gut, der Weg ist frei. Warte nur, Tintenfisch. Okay. Das ist ja der kleine Lümmel. Hey, wie kannst du sagen, Zeit mit Tinte zu versprühen? Naja, ist halt ein Tintenfisch, ne? Damit kommst du nicht davon. Nein. Mancho macht Takoyaki aus dir. Jawohl, was immer das ist. Hä? Ah, jetzt sitzt er in der Falle. Upsi. Der ist aber ziemlich rabiat, der Tintenfisch. Freunde. Oh, er ist wieder entkommen. Er ist wirklich sehr schnell. Was ist, was ist... Hm? Er hat schon wieder was fallen gelassen. Er lässt jedes Mal etwas fallen. Vielleicht ist er gar nicht so boshaft, wie ich dachte. Hm. Okay. Was ist jetzt? Verrostetes Waffenamulett. Ein mysteriöses Amulett, das vom Tintenfisch zurückgelassen wurde. Vielleicht passiert etwas Cooles, wenn ich es an einer Waffe befestige. Scheint ein Artefakt zu sein. Das sollte ich an der Oberfläche identifizieren. Die Rückkehr des Tintenfischs abgeschlossen. Was für eine Heldentat. Okay, ja. Ach du Scheiße. Oh no, Baby, was ist das? So, die haben wir ausgeschaltet. Wie will ich mich jetzt hier nicht mit diesem Riesenei anlegen? Wir müssen zu dieser Zufahrtsstraße. Das ist jetzt wichtiger. Thank you.
Ach, nee, nicht schon wieder. Gott, ey. Hier haben wir nochmal Luft, das ist gut. Danke. Immer sehr gut platziert, muss man schon sagen. Also muss ich da eigentlich nicht immer Sorgen machen, dass man da als Scooter. Nee. Ah, da sind sie. Oh, du bist zurück, Mensch. Ich hatte schon Angst, du wärst auf dem Rückweg von einem Kragenhai gefressen worden. So redet wie jemand, den ich kenne. Ich denke, ich werde den Pfahl rausziehen können, wenn ich die Tauchhandschuhe von Dr. Bacon benutze, der an Land lebt. Bacon, in unserer Sprache klingt dein Name wie ein verdorbenes Walfleisch. okay, warte nur einen Augenblick. Lass mich versuchen, da anzuziehen. Wo war denn das jetzt hier nochmal überhaupt? Was ist das? Was ist hier drin? Ah, immer noch so ein Pickel. Ah, okay, okay. Immer nochmal Luft. Oh, ja, eine Minenbombe. Na. Die lieber nicht jetzt opfern. Wo war jetzt nochmal dieses Dings hier? Hier ist ein Felsen. Hier sind nur Felsen. Achso. Okay, dann muss das hier sein. Letztes Mal schon gar nicht mehr, wo das war. Ah, hier. Ah, okay, okay. So. Ui, 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 ui. Ah. Ah. Oh je, weg hier. Oh. Hoffe ich, da keiner drunter. Wirkungsvoll, aber nicht effektiv genug. Ich denke, ein weiterer Versuch könnte genügen. Mensch, da drüben ist doch ein weiterer Felshaufen. Ja. Da drüben gibt's nichts Bewegliches. Ich muss erst nachsehen. Ah, wir waren doch da schon. Prüfe den Felshaufen. Ja, das sind wir schon. Es schwimmt darum, glibberiges. Sprengstoff? Auf dieser Seite kann man nichts machen. Ich muss versuchen, hinten rumzugehen. Also können wir jetzt hier lang? Ist das vielleicht hier rum? Okay. Ah ja, okay. Mal hier hoch oder so. Was haben wir hier? Hallo? Was ist das? Ein Betäubungsgewehr Level 1. Okay, lass mal das mal. Was ist denn das hier? Ich bin aber wahrscheinlich feindlich gesinnt, oder? Krabbel jetzt hier. Kann ich aber wahrscheinlich mit der Harpune nichts dagegen ausrichten. Und die hat ein Ausrufezeichen. Hat irgendwas zu bedeuten hier? Keine Ahnung. Kann ich wieder auf die draufwerfen. Das geht. Eine Seespinne. Aha. Das ist ja ein Ding.
das hier? Opalerz. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Was ist das jetzt schon wieder? Oh! Was ist das? Explodiert! Nehmen wir vielleicht doch das. Das andere hat keine Munition mehr. Was hier alles gibt. Was findet man dann hier unten für Kochzutaten? Also, schwarzer Essig. Ja. Ist klar. Eine Schaufel. Spaten. Könnte sein, dass wir den gebrauchen können. Oh, wir sind überladen. Das ist schlecht. Da ist schon wieder so ein Viech. Was ist das für ein seltsames Viech? Okay. Wieder hier, okay. Ich dachte, hier kommt man dann auf diesen Steinhaufen. So eine kleine Minimap war auch nicht schlecht, aber es war wieder vielleicht zu einfach. Autsch. Ah, hier ist was. Hinten ist ein Pfahl, wenn ich den herausziehe. Kommen eigentlich die ganzen Pfähle hierher. Okay. Oh, ja, 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 ja. Ja! Ums. Na? Achtung! So, sind die jetzt zufrieden unten? Oder alle tot? Wow, Mensch! Da, gut, da ist unser Weg! Du bist jetzt sicher, also so aussiehst. Das Dorf ist ganz in der Nähe. Komm durch das Loch rein, das du gerade geschaffen hast. Ich gehe voraus. Warte, ich kann doch jetzt gehen, oder nicht? Hör dir doch mal selbst, du! Machst du dir keine Sorgen um Ramo? Naja, außerdem habe ich eine Bitte an dich. Also, ich möchte, dass du mit uns ins Dorf kommst. In das Dorf des Seevolks? Ich? Ja, es gibt einen Grund, warum ich den ganzen Weg bis zum Menschenmeer zurückgelegt habe. Ich habe eine Bitte. Okay. Wo sind die denn jetzt hier? So langsam nicht überladen bin, dass diese blöde Schaufel loswerden hier. Die wiegt ein bisschen zu viel. Kann ich das Ding da auswechseln? Ja, die ist auch nicht leichter. Ne? Ich glaube, ich hau lieber ab hier unten. Und dann machen wir das nächste Mal, weil das wird jetzt ein bisschen zu viel hier. Was da alles mit uns umschleppen. Nicht mehr so wirklich mobil. Das können wir immer noch machen, denke ich, oder? Und ist ja direkt hier in der Nähe. Und allzu viel Luft habe ich auch nicht mehr. Das können wir nochmal benutzen. Ist ja so ein Wegweiser nicht schlecht. Oh.
Ja, ich krieg hier so richtig gruselige Schwingungen. Warum sagt er sowas? Also, da hat sich gerade etwas an mir vorbei bewegt. Mensch, geh voran und sei unser Speer. Aber es ist wirklich dunkel. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas Gefährliches sein könnte. Oh Gott. Wieso muss ich das wieder machen? Ist hier lang? Keine Ahnung. Ich wollte doch eigentlich weg hier. Was ist das hier? Du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur. Eintreten? Ja, müssen wir wahrscheinlich, ne? Oh je. Yeah. Die Tiefseehöhle. Was ist das? Warum befinden sich Trümmer in diesen Tiefen? Wo sind hier Anker? Wahrscheinlich ganz unwichtig hier, ne? Was ist das? Oh nein, schon wieder diese Vibration. Irgendetwas muss hier sein. Er sieht das anscheinend nicht, ne? Weil er in die falsche Richtung guckt. Warum sollte ich sonst auch alleine kommen? Da kann man sich festhalten, ne? Okay. Aber noch haben wir hier keine Strömungen. Oh! Was ist das? Gibt es so große Wolfsaale? Ich glaube nicht, dass ich davon laufen kann. Ach, was soll's. Oh no. Hilfe! Oh. Da geht doch gleich die Luft aus hier, oder? Nee. Ach, jetzt kommt er von der Seite? Oh, ist das fies. Oh, das sieht echt hart aus. Der rechte Punkt auf dem Schwanz. Er sieht schwächer aus als der Rest des Körpers. Oh, danke. Da fällt mir noch die glatte Luft vom Himmel. Oh shit, weg, weg. Ich brauche Luft. Kommt da nicht dran.
nein! Ah. Da kommt wieder Luft. Jetzt kommt er von da! Oh nein! Hilfe! Oh! Was war das? Hab ich ihn erwischt? Oh mein Gott! Wie kann ein Wolfsaal so groß werden? Ich war gerade dabei herzukommen, ihn zu bekämpfen. Ich bin wohl etwas zu spät dran. Du Feigling. Aha, du bist stärker, als ich erwartet habe, Mensch. Siehst du das große Tor da drüben? Das ist der Eingang zum Dorf. Geh voran, Mensch. Oh Gott, ich bin froh, dass ich noch lebe. Oh. Ihr seid lustig. Ja, Monstrum. So, was haben wir jetzt hier? Wolfsaal. Okay. Wolfsaal Schwanzfleisch. Ach du Junge, Mann, okay. Kiemen eines Wolfsaals. Okay. Jetzt werden wir komplett überladen, Freunde. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Hier drüber schwimmen, achso. So, wo muss ich jetzt hier hin? Aha. Oh, endlich sind wir wieder im Eingangsbereich des Dorfes. Rabo, du hast doch einen Schlüssel, oder? Jetzt sag nicht nein. Oh nein, ich habe den Schlüssel dort in der... Ich meine, nur ein Scherz. Hier habe ich ihn in meiner Tasche. Oh, und ich dachte schon, du würdest mich bitten, dich noch einmal rüberzunehmen. Ich steck mir den Schlüssel rein und gehe in den Dorf zurück. Sehr witzig. Ja, kompliziert. Oh. Ich sehe ein Licht. Oh. Dorf des Seevolks. Ein bisschen feucht aus, ne? Wow, das ist also... Ah, das stimmt. Das ist das Seevolkdorf, in dem wir leben. Wenn man sich vorstellt, dass es im Meer so einen Unterwasserort gibt. Moment. Wie ist ein Mensch hierher gekommen? Ramo und Suvam, wurdet ihr von diesen Menschen entführt? Tenzin erwartet dich. Er hat vor Sorge um dich keinen Schlaf gefunden. Es ist irgendwie schwer zu erklären. Aha, erlaubt mir, ich habe Rabo gerettet, nachdem sie von einem Kalma entführt wurde. Vergiss es, bring mich einfach zu meinem Vater. Es wird schneller gehen, wenn ich ihm alles erkläre. Ich glaube auch. Okay. Tenzins Haus. Hm? Ach du meine Güte, Ramo, meine Tochter. Du warst mein liebes Mädchen, dein Papa war zu Tode besorgt. Bist du verletzt? Haben dir die Menschen das angetan, meine Tochter? Warte, wer ist das da neben dir? Ich dachte, du hättest eine blaue Seekuh mitgebracht, aber das ist ein Mensch. Bitte? Die blaue Seekuh. Was geht hier vor? Ich wünsche eine Erklärung. Du weißt, dass hier in letzter Zeit merkwürdige Dinge passiert sind, oder? Die Erschütterung zum Beispiel und das Eis, das um göttlichen Baum schmilzt. Natürlich, Ramo. Ich habe mich mit den Ursachen beschäftigt. Geht schon 2 Jahre so. Du weißt, dass unsere Technologie ihre Grenzen hat. Ja, okay, die alten Texte sind alle verloren gegangen und wir müssen uns wieder neue Methoden ausdenken. Wir können nicht einfach weiter warten, Vater. Die Menschen sind egoistisch, aber sie besitzen gute Technologie. Wir brauchen ihre Hilfe. Nein, nicht die Menschen, denen kann man nicht trauen. Die haben unser Haus beschmutzt und sogar unsere Artgenossen gejagt, um sie zur Schau zu stellen. Die sind böse Kreaturen, die uns jagen und uns bestehlen wollen. Wir konnten uns nicht mit solchen Leuten verbünden, nee. Oh. Ah!
Hilfe! Ein weiteres gigantisches Beben! Siehst du, etwas wirklich Schlimmes wird passieren, wenn wir nichts unternehmen. Na. Als mich ein Riesenkalmar in die menschlichen Gewässer verschleppt hat, war Dave hier zur Stelle und hat mir geholfen. Suam sagte vorhin, dass er derjenige gewesen sei, der das getan hat. Frag ihn doch. Es können nicht alle Menschen schlecht sein, oder? Ich meine, naja. Selbst wenn ich das wollte, würden die Dorfbewohner es nicht akzeptieren. Hilfe von Menschen zu bekommen, das wäre für uns alle schwer zu glauben. Falls dieser Mann das Vertrauen des Dorfs gewinnen kann, werde ich über deinen Vorschlag nachdenken. Das Vertrauen des Dorfes. Und wie will er das anstellen? Du könntest sicher nach umhören, was die Leute gerade benötigen. Gut, da die lange Reise heute ziemlich anstrengend gewesen sein muss. Mensch, komm morgen wieder hierher. Du wirst dir die Wünsche der Dorfbewohner anhören müssen. Moment mal, ich habe doch noch gar nicht zugestimmt. Wie soll ich wieder den ganzen Weg hierher kommen? Eine Bitte des Seevolks. Kapitel 3. Da du das sagst, dass du meiner Tochter Rabo geholfen hast. Ich schätze, es wäre meinem Volk nicht angemessen, deine Bedürfnisse zu ignorieren, selbst wenn du ein Mensch bist. Bewende dies. Was? Was ist das? Sieht aus wie ein gewöhnlicher Spiegel. Dieser Seefolksspiegel wird ja, sobald er installiert ist, ermöglichen, sofort in dieses Dorf zu reisen. Wow, ist sowas möglich? Verschiedene Katastrophen haben unseren Niedergang verursacht, aber unsere Vorfahren waren einst eine sehr fortschrittliche Zivilisation. Wir leider nicht mehr. Momentan besitzen wir nur noch ein paar ihrer Relikte, traurigerweise, und einen alten Netflix-Account. Jedenfalls kannst du jederzeit, wenn es nötig ist, in dieses Dorf kommen, wenn du das hier in deinem Dorf installierst. Es wird dein Gesicht erkennen, also wirst nur du in der Lage sein, ihn zu benutzen. Er wird drüben eine Tauchermaske auf, naja. Er funktioniert ebenfalls mit dem Licht des göttlichen Baums oder der Sonne, sodass du ihn nur tagsüber benutzen kannst. Oh, und ich gebe dir eine Karte des Dorfes, die du verwenden kannst. Sie wird dir dabei helfen, die Dorfbewohner zu finden. Ein Teleportationsapparat, das ist schon recht erstaunlich. Ich muss jetzt vorerst mit diesem Spiel auf das Boot zurück. Romans, da sind wir wieder. Was haben wir hier alles gekriegt? Okay. Wow, 258 Meter waren wir tief. Ein neuer Rekord. Eine Seespinne haben wir bekommen. Rippenquallen. Die kann man essen. Noch allerlei merkwürdiges Zeug. Wolfsaal, Schwanzdicht, das scheint eine Kochutensilie. Im Ernst jetzt? Okay. Und das hier? Tintenfisch, Waffenamulett! Ein mysteriöser Glücksbringer, der vom Tintenfisch zurückgelassen wurde. Vielleicht passiert etwas Cooles, wenn eine Waffe befestigt wird. Erhöht den Basisschaden der Waffe um 15%. Oh. So, da die Folge hier aber jetzt dann zu lang wird, machen wir jetzt hier Schluss. Und in der nächsten Folge zeige ich euch dann, was hier weiter passiert. Es wird spannend. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.